Geld verdienen mit einer zugegeben wirklich miesen Trefferquote von 10%, das geht. In diesem Video zeige ich euch das und gebe euch gleich drei Trades mit an die Hand, die diese Kriterien erfüllen. Also unbedingt anschauen, wird spannend. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich hier auf dem Tradermacher-Kanal. So, ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest verlebt und jetzt bereiten wir uns auf das Jahr 2020 vor. Vielleicht ja mit einem neuen Vorsatz, denn ich höre es immer wieder, die Trefferquote, die macht mir Bauchschmerzen. Dabei ist die Trefferquote nicht das entscheidende Kriterium eines profitablen Handels, es geht um die Profitquote. Mit anderen Worten, ich kann durchaus auch Geld verdienen, wenn es mir nur in jedem zehnten Fall gelingt, profitabel zu sein. Dementsprechend sollte allerdings auch dann mein Setup aussehen. Das heißt, ich brauche ein Ziel, welches deutlich weiter entfernt liegt. Mein Stop wird relativ eng dran liegen. Das kann ich natürlich am einfachsten erklären, indem ich euch es direkt am Bildschirm zeige, und zwar anhand von drei konkreten Beispielen. Schauen wir es uns an. So, das hier ist ein mittelfristiger Ansatz. Es geht um den Euro zum mexikanischen Peso. Haben viele von euch vielleicht noch nicht gehandelt. Ist ein Exot, und hier muss ich mal ganz klar sagen, Achtung, beim Handel mit solchen Exoten immer erstmal sich die Kontraktspezifikation anschauen. Warum? Weil hier, wie immer an der Forex, die Zinsen eine Rolle spielen. In Mexiko, Schwellenland, Inflation, deutlich höherer Zinssatz als im Euroraum und daher hier auch ein negativer Swap für Long-Geschäfte, dafür ein positiver Swap bei Short-Geschäften. Das betrifft die Finanzierungskosten. Wann immer ich die Position über Nacht halte, bekomme ich bei einer Short-Position, also hier diesen Swap gut geschrieben. Ich zahle hingegen bei einer Long-Position jede Nacht diesen Swap. Und ich glaube, es wird ersichtlich, die Kosten, die sind schon relativ hoch. Das heißt, eine Long-Position im Euro zum mexikanischen Peso, die ist sehr, sehr teuer. Eine Short-Position bringt einem eher etwas ein. In diesem Fall geht es um eine Short-Position. Aber das als genereller Hinweis, wann immer ihr in Exoten, also auch in der türkischen Lira oder im ungarischen Forint oder unterwegs seid, dann, südafrikanischer Rand gehört auch dazu, dann schaut bitte auf diese Finanzierungskosten. Die können, gerade wenn es um mittelfristige Trades geht, nämlich das ganze Setup kaputt machen. Das hier ist der MetaTrader von AccuTrade, meine Handelsstation. Und ihr guckt dann bitte bei euch nach. Das sollte normalerweise ohne großen Aufwand sofort verfügbar sein. Ja, bitte bei euch selber mal prüfen. Und dann schauen wir hier darauf, weshalb eine Short-Spekulation aus meiner Sicht sinnvoll sein kann. Zwei Dinge möchte ich anfügen. Zum einen, hier hinter diesem Trade steckt zumindest in der Herangehensweise an den Trade auch ein klein wenig Fundamentales. Die Formulierung geht so: Wenn das Börsenjahr 2020 positiv verlaufen sollte, zumindest phasenweise, dann glaube ich aufgrund verschiedener Umstände, dass die Schwellenländer davon ganz besonders profitieren werden. Und wenn Schwellenländer sehr gut laufen im Vergleich zu einem anderen Markt, dann geht das in der Regel auch mit einer Aufwertung der Währung einher. Wenn ich den Euro zum mexikanischen Peso short bin, dann heißt das, der Euro wertet ab, der mexikanische Peso wertet auf. Das sehen wir, diese Korrelation ist recht eindeutig. Es stärkt natürlich eine Währung, wenn der Markt stärker wird, wenn die Wirtschaft des Marktes stärker wird. Denn das spricht für eher weiter steigende Zinsen, weil eine anziehende Konjunktur häufig für eine höhere Inflation sorgt. So, und das wiederum sorgt dann dafür, dass der Euro schwächer dasteht, der mexikanische Peso stärker. In diesem Fall ist dieser mittelfristige Trade, wie gesagt, auch noch begünstigt durch den Zinsunterschied. Jetzt kommen wir aber auf die 10%
beziehungsweise auf die 1-zu-10-Regel. Das hier ist die Kerze, die für ein neues Jahrestief gesorgt hat. Das war in der letzten Woche, kleiner Zeitstempel. Ich nehme dieses Video jetzt bereits auf am 27. Dezember um 12.25 Uhr. Also, die letzte Wochenkerze brachte den Rutsch unter 21.05. Es kann durchaus sein, das liegt in der Natur solcher Trades, dass ich mehrere Anläufe brauche. Bei einer etwas gröberen Herangehensweise würde ich mal sagen, der Euro zum mexikanischen Peso, der wird fallen, und zwar in Richtung 20, möglicherweise sogar in Richtung 18,96, also hier unten bis zum 61,8er Retracement. Solange er hier unterhalb von 21,05 handelt, und wenn wir uns das charttechnisch anschauen, sollte dieses kleine Doppeltop hier, also die letzten beiden Kursspitzen bei etwa 21,78, die sollten nicht mehr überschritten werden. Wenn ich jetzt etwas schärfer rangehe, dann sage ich, dass diese Ausbruchskerze zur Unterseite, dass die nicht mehr zurückgewonnen wird. Das heißt also, ich ziehe den Stop sehr, sehr eng, etwa auf, so auf 21,19, man kann es vielleicht bisschen genauer auch machen auf 21,17, 21,18. Das heißt also, vom aktuellen Niveau aus habe ich einen Verluststopp, der bei etwa 10 bzw. 100 Pips liegt. Ja, wenn die Big Figure hier 21 ist, dann rechnet man normalerweise die Pips auch runter. Also rechnen wir mal auf der Basis 10 Pips zur Oberseite hier. Ja, ein klein wenig, muss man natürlich sagen, ein kleines Restrisiko bleibt, dass wir nicht ein CRV von 10, also ein Chance-Risiko-Verhältnis von 10 haben, sondern vielleicht nur von 8 oder 7. Denn eigentlich würde ich gern den Stop offen halten. Das heißt also, ich möchte ja erst bei einem Wochenschlusskurs oberhalb von 21,18 diesen Trade schließen. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass ich dann erst bei 21,20 oder 21,25 schließen darf, in Anführungszeichen, ja, bei so einem mentalen Stop, also nicht dem festen Stop, ist das natürlich etwas, was passieren kann. Es geht mir ja aber um die grundlegende Herangehensweise. Dann habe ich also in etwa einen Stop von 10 Pips und auf der Unterseite mal mindestens Potenzial von 100 Pips. Wenn ich sage, das Ganze kann auch noch deutlich tiefer gehen, hier wären dann beispielsweise bei 20 Teilgewinne angebracht, beziehungsweise wenn der Wert bei 20 ankommt, dann ist relativ wahrscheinlich, dass er auch einmal diese große Zahl zumindest unterschreitet. Also bei 1995, also knapp darunter, läge dann ein logischer Take Profit 1. Die zweite Hälfte kann dann auch noch weiter abwärts gehen. Also ein ganz erhebliches Potenzial gemessen am Risiko. Dann nehmen wir mal einen deutlich kurzfristigeren Trade, nämlich hier Gold. Gold ist, schauen wir uns den Tageschart an, deutlich hier gestiegen in den letzten Tagen. Diese positive Saisonalität, die der Goldmarkt aufweist, mehrfach drüber gesprochen im Report, ja, ganz klar gesagt, wenn Gold jetzt über 1488, also hier US-Dollar, ausbricht, dann kann es relativ schnell 15 bis 20 Dollar höher gehen. Genauso ist es gekommen. Und wenn ihr sagt, ich möchte sowas nicht verpassen, unter diesem Video könnt ihr euch für diesen kostenlosen Report eintragen. Und ich würde es einfach mal ausprobieren, schlicht und einfach deshalb, weil es sich wirklich lohnt. So, und jetzt kommen wir, und Achtung, das ist ein konstruierter Trade. Warum konstruiert? Weil man Konsolidierung aus meiner Sicht nicht unbedingt handeln muss. Wer fragt, Erichsen, machst du den Euro hier zum mexikanischen Peso? Ja, mache ich, allerdings mit etwas höherem Stop. Prinzipiell ist das aber ein Setup, welches ich privat auch umsetze. Gold, das hier ist ein konstruiertes Setup für dieses Video, um zu verdeutlichen, worum es geht. Ja, Gold also deutlich drüber ausgebrochen, kommt jetzt hier an diesem Widerstand zwischen 1517 und 1518 US-Dollar an. Ja, höher waren wir seit Mitte September nicht. So, ob Gold jetzt bis hier durchzieht
oder ob es jetzt schon eine Konsolidierung in Richtung 1488 US-Dollar geht oder ob es überhaupt eine gibt, das weiß ich nicht. Wenn ich mir das aber auf 15-Minuten-Basis anschaue, dann ist das etwas, was ich persönlich ganz gerne umsetze. Hier seht ihr die beiden gleitenden Durchschnitte, darum geht es heute nicht. Auch solche Durchschnitte werden übrigens im Report erklärt. Und wenn wir uns das Ganze hier auf 15-Minuten-Basis anschauen, dann ist das für mich eine ganz typische Geschichte. Ja? Zum einen hier, gehen wir ein bisschen näher ran. Wie gesagt, wir sind auf 15-Minuten-Basis. Alles noch in Ordnung. Ich würde die Konsolidierung hier nicht shorten. Wenn wir aber jetzt hier auf diesem kurzfristigen Weg, ja, das ist der kurzfristige Impuls, nur heute 27. Das hier ist der Kurs von heute Morgen. Das hier ist der Kurs von 10 Uhr und jetzt aktuell, wie gesagt, 12.30 Uhr. Wenn wir hier jetzt komplett auskonsolidieren, das heißt also die letzten beiden Retracements unterschreiten sollten, dann wäre das für mich ein kurzfristiges Short-Setup. Und wie ihr wisst, hier auf dem Kanal, da bekommt ihr so etwas auch und ihr könnt es im Nachhinein sehen. Da könnt ihr sagen, Eriksen am 27. im Gold, dein Short-Setup hätte nicht gezogen. Man hätte damit nichts verdienen können. Aber ihr habt wesentlich mehr davon, als wenn ich euch irgendwelche Dinge immer nur in den Raum stelle und vor allen Dingen, wenn ich irgendwelche Szenarien aufstelle, die kein Mensch im Nachhinein überprüfen kann. Wenn ich euch sage, also irgendwann kommt der Crash, dann habe ich natürlich recht. Und manchmal gebe ich zu, ist die Verlockung groß, weil wenn ich das lese, was für Klicks man heute kriegt für da kommt der Crash, da kommt der Systemuntergang, da kommt der Bürgerkrieg, ja, das geht aus meines Erachtens dann schon ein bisschen weit, um Klicks zu bekommen, aber anyway, alles gut. Aber mir geht es hier auf dem Kanal und auch auf meinem Eriksen-Kanal, geht es um das, was man in der Praxis auch erreichen kann, womit ich Geld verdienen kann. Mit Angst kann man ganz toll was verdienen, wenn man derjenige ist, der die Angst verbreitet, aber sonst nichts. So, und das werde ich im Jahr 2020 noch deutlicher herausstellen. Und dann auch manchmal kritisch vielleicht zu anderen sein, weil ich einfach finde, es nimmt Überhand zu sagen, puh, die Zukunft wird so furchtbar. Ja, dann wird sie das. Dann verdien doch auf dem Weg dahin genügend Geld, damit du Puffer hast. Meine Güte. So, kleiner Exkurs Ende, aber das muss ja mal raus. So, hier entsteht also auf 15-Minuten-Basis aus meiner Sicht ein kleines Short-Setup, zumindest vorübergehend, wenn der Kurs hier unter 1508 US-Dollar per 15-Minuten-Schlusskurs rutscht. Wir gehen also davon aus, Eröffnung um und bei 1508 US-Dollar. Wenn es so kommt, wenn dann, ganz wichtig, ja, mache hier keine Short-Ansage bei 1510. Ich sage, wenn der Kurs per 15-Minuten-Schlusskurs unter 1508,35 fällt, dann ergibt sich ein Short-Setup. Auch ganz wichtig. So, und dann kann es abwärts gehen bis im Extremfall. Hier haben wir Zwischenziele. Auch die darf man natürlich bei dieser Art des Tradings durchaus handeln. Dann nehmen wir aber mal als Konsolidierungsziel den Ausbruch. Und zwar hier bei 1488. Das heißt also bei einer Eröffnung 1508 bis 1488 maximal hätten wir ein Potenzial von 20 Dollar. Wenn ich dann sage, ja, nochmal zurück auf die 15-Minuten-Basis, bei Eröffnung nehme ich aber einen Stop von 2 Dollar, dann liegt dieser 2 Dollar Stop oberhalb dieser beiden gleitenden Durchschnitte. Und das ist ein Setup, was man aus meiner Sicht handeln kann, ja. Wie gesagt, kann. Das ist eine Art. Man kann auch das gleiche Setup handeln und sagen, ich nehme hier einen Stop bei 1512 Dollar. Ja, dann das, weil man sagt, diese Konsolidierung kann etwas länger dauern. Dann hat man ein anderes CRV. Dann hat man möglicherweise auch eine andere Positionsgröße. Dann hat man möglicherweise auch andere Ziele. Auch Trades mit CRV 3 oder 4 können ganz interessant sein. Auch mit 2, sogar mit 1, wenn die Trefferquote hoch genug ist. Aber heute geht es ja um die hohen CRVs. Also, 15 Minuten Schlusskurs unter 1508,35, Ziel 1488, Stop 2 Dollar. Chance-Risiko-Verhältnis 10 und von solchen Trades können 8 daneben gehen. 8 können daneben gehen. Wenn die anderen beiden klappen, seid ihr profitabel. Darum geht es bei dem CRV von 10. Wer sagt, naja, aber da geht ja auch mal was daneben. Richtig, richtig.
CRV, Chance-Risiko-Verhältnis, steht immer in Relation zu dem Risiko, ausgestoppt zu werden. Das ist ja völlig klar. Aber wenn ihr es richtig macht, dann passt das trotzdem. Man muss es natürlich aushalten können. So, und letztes Beispiel. DAX im 5-Minuten-Chart. Achtung, glasklar konstruiert. Habe ich nicht gehandelt. Möchte es nur darstellen. Ja, hat eine andere Qualität. Wenn ich, kurzer Hinweis noch, Euro-Mexikanischer Peso setze ich um. Diesen Trade setze ich nicht um. Warum? 12.36 Uhr, heute ist der 29. Muss gleich einkaufen gehen und bin danach beim Sport. Und so ein Trade, ja, kann ich auch mal den Trade Manager machen lassen. Aber in dem Fall heute werde ich mal darauf verzichten, möchte den Kopf für andere Dinge frei haben. So, DAX, 5-Minuten-Chart, konstruierter Trade, habe ich nicht gemacht. Hatte andere Dinge zu tun. Aber ganz klassische Bodenbildung, das hier ist das Retracement, welches ich seit Wochen eingezeichnet habe. Jeder Reportleser, und wisst ihr was, tut ihr mir einen kleinen Gefallen als nachträgliches Weihnachtsgeschenk, wenn jemand den Report liest, wenn ihr hin und wieder, wenn ich hier sowas sage wie, stand übrigens im Report, wenn ihr einmal, jeder einmal oder zweimal im Jahr sich die Zeit nimmt, um zu schreiben, ja, das stimmt, das stand wirklich im Report, dann wäre das total nett. Das gibt mir mehr Glaubwürdigkeit, was dazu führt, dass sich mehr Leute für den Report eintragen, was dazu führt, dass mich das mehr noch motiviert und ich würde mich einfach darüber freuen. Vielen Dank. So, 15 Minuten Chart bzw. 5 Minuten Chart. Das ist also das Retracement, um das es geht und genau, punktgenau, beinahe, ja, zwei Punkte waren wir drunter, hat hier der DAX einen Spike gemacht, kleinen Ausverkauf. Wenn ich das Volumen mit reinnehmen würde, würde man wahrscheinlich auch sehen, dass wir hier einen kleinen Volumenspike hatten. Und das kaufe ich nicht direkt. Ja, klar, könnte ich mich jetzt im Nachhinein hinstellen, na, dass ich es direkt kaufe, weil ich bin halt so cool, ich weiß auf jeden Fall, das hier wird eine Bodenbildung werden. So ist es aber nicht. Ich warte diese Bodenbildung dann ab. Ich will ein sogenanntes Umkehrsignal. Und wenn dieses, ja, diese kleine gedachte Linie, wir haben hier dann nochmal die Unterseite dieses Kerzenkörpers, wenn man so will, getestet und sind von hier nochmal abgeprallt. Das war für mich die Kaufmarke, um die es ging. Also die 13.333 plus minus zwei Punkte, weil man natürlich nicht immer sofort zu dem Kurs reinpunkt, wie man ihn haben will. Das war die Kaufmarke. Ich werde gerne in Zukunft auch nochmal erklären, wieso, wie solche kleinen Umkehrsignale aussehen. Und hier haben wir sie überschritten. Gehen also davon aus, Trade-Eröffnung 13.335. Stop wo? Naja, hier unter dem letzten Tief. Der Stop lag also etwa 15 Punkte entfernt. Heißt also, von diesem Niveau aus wäre ein Chance-Risiko-Verhältnis bei 150. Würde bedeuten, lass es mich eintippen, Ziel 13.335 plus 150, Ziel 13.485. Ja, wir haben jetzt 12.39 Uhr, ich weiß es noch nicht. Das würde einfach nur bedeuten, der DAX zieht jetzt in den letzten Handelstagen, muss man ja sagen. Wir haben zwar jetzt Freitag, aber Montag ist ja auch noch ein Handelstag. Ein halber Handelstag, wir sehen jetzt nochmal ein neues Hoch. Und wenn dem so ist, dann hat man mit einem Einsatz von 15 Punkten ein Ziel von 150 Punkten erreicht. Ich würde hier im Übrigen auch eine aktive Teilgewinnmitnahme vornehmen. Ja, weil zum 1. Januar werden dann die Karten neu gemischt. Momentan sehe der Trade schon mal richtig gut aus. Und mir geht es ja, wie gesagt, nur um diese hohen CRVs. Wer natürlich an diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt dann sagt, okay, aber ich sichere den Trade jetzt auf dem Einstand ab, ist alles okay. Ich wollte euch in diesen 17, jetzt 18 Minuten nur am Bildschirm zeigen, wie solche konkreten Beispiele aussehen können. Und ganz, ganz wichtig, dafür braucht man eine gewisse mentale Stärke. Denn ihr werdet natürlich aufgrund der engen Stops deutlich häufiger ausgestoppt, als vielleicht bei den Setups, die ihr momentan so verwendet. Wie der ein oder andere Trade ausgeht, dazu also mehr im kostenlosen Report. Hier bitte unter dem Video eintragen.
Und dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, euch einen guten Rutsch zu wünschen. Kommt bitte gesund rüber. Aus eigener Erfahrung, lang ist es her, weiß ich. Notaufnahme am Silvesterabend braucht kein Mensch. Also erspart euch das, bleibt sicher. Ein Jahr voller Ereignisse liegt hinter uns. Aber wir machen jetzt kein Resümee, sondern wir gucken voller Motivation und Freude auf das kommende Jahr. Und da werden wir uns auch wieder sprechen. Bis dahin, liebe Grüße vom Tradermacher, wenn ich das mal so sagen darf. Bis dann, euer Lars.